So, willkommen zurück im Landwirtschaftssimulator. Ja, Ende letzten Parts haben wir alle Felder. Das letzte Feld gekauft. Guten hat das letzte Feld gekauft. Ja. Ja, auf Hagenstedt alle Felder, das ist schon was. Ich glaube, in der USA sind sie noch mal ein bisschen teurer. Na, gar nicht so sehr. Es ging eigentlich. Ich glaube, da gibt es kein Feld, obwohl. Na, die Felderpreise, die gingen eigentlich echt. Gerade am Anfang, ich glaube, die klingen ganz klein, die kosten jeweils 20. Und hier kosten die beiden kleinen, glaube ich, jeweils 50. Okay. Ja. Ist noch irgendwas, das man abtanken muss? Ich komme mal mit dem Golfcart zum Hof. Genau. Nimmst du ja auch mal so einen 60-Tonner. Genau, den kuppel ich mir dann an. Eben. Na, komm nicht ankuppeln, dann nehmen wir Sekundenkleber für. Ach so. Nicht anschweißen. Ach nee. Das kann man auch tackern. Ja, aber, ja, entweder tackern oder Heißkleber. Und was machst du im 380 GTA so? Ich fahre hier einen leeren Hänger zum Feld. Für den Tektron, oder? Nee, für den Lexion. Der Tektron hat schon einen Hänger dastehen. Ich glaube, ich kümmere mich gleich mal um einen Vollernter. Da habe ich mal wieder Lust zu. Ja, mal ein bisschen Kartoffeln. Ja, Kartoffeln legen finde ich generell irgendwie cool. Das hat wohl was. Hier steht ein Traktor in der Pampa rum. Was für einer? Ein Bürrer. Ein Bürrer? Ja, fahren wir den mal zum Hof. Hauptsache guten Strich Golfwagen. Ja. Was erhoffst du dir denn für den neuen Landwirtschaftssimulator? Das ist eine schwere Frage. Eigentlich müsste von mir aus fast gar keiner kommen. Also wenn man der Mod-Community noch 2-3 Jahre gibt, ich glaube, dann kriegen die auf dieser Basis hier alles rein, was man haben möchte. Sowas wie Düngen mit verschiedenen Sorten von Düngern zum Beispiel. Dass man wirklich Gülle fahren muss, dann bewässern muss und so weiter. Dass man wirklich alle Sorten in bestimmten Mengen auf seine Felder ausbringen muss. Dass man beim Säen auch irgendwie sagen kann, okay, ich sähe jetzt extrem viel Samen oder ganz, ganz leicht. Sowas halt, was ich auch cool finde, aber das fand bis jetzt noch kein anderer cool, dass man zum Feld fährt und dann ein Spargelfeld machen kann. Also diese Hügel da, diese, wie hießen die nochmal? Ja, auf diese Dämme, so diese Plane drauf halt hat. Dass man dann irgendwie so einen Krone-Emsland-Kipper hat, mit seinem Schlepper zum Feld fährt und dann fährt man am Feld hin und drückt B oder so, ich weiß nicht. Würde man ja so belegen und dann könnte man ja so wie hier die Dorfbewohner solche Leute haben, die dann quasi, das geht ja von Animationen her alle schon, dass die dann vom Anhänger absteigen und zu den Dingern hingehen und dann füllt sich halt langsam der Anhänger. Das wäre cool, also so Spargelstechen, was ist man irgendwie nochmal so andere kleinere Aspekte einbaut. Das wäre in der Tat cool. Oder vielleicht sowas, dass man einen Realistik-Modus und so einen ja, Amateur-Modus oder so hat, dass man halt was mit Schalten vielleicht bei Realistik hat. Stopp, welcher war das? Und halt, dass du zum Beispiel mit dem Bürger nicht den 60-Tonner ziehen kannst und sowas. Nein, komm, oder dass das beim Abbremsen du einfach den Berg runterrollst, weißt du? Dass du dann, wenn du mal so eine Map hast mit richtigen steilen Bergpässen und so, wenn du da runterfährst, dann brauchst du da schon, weiß ich nicht, so ein fast schon Case oder so bei den ganz großen Anhängern, damit der gehalten wird. Komm, ist doch normal, dass Bürger 60 Tonnen ziehen. Ja, das ist Standard. Das ist Kinderkram. Eben. Was gibt's daran zu meckern? Aber ich muss sagen, ich freue mich sehr für dich, wenn du zu Weihnachten einen neuen PC kriegst. Weil das, ja, die Performance gerade ist nicht so. Ja. Nicht so südlich. Nee, nicht wirklich.
liegt weit vom angepeilten Ziel entfernt. Ja, die Hälfte vom Ping wäre in Ordnung. Mama, wird mir auch der Ping angezeigt? Nein, du bist Horst. Du hast ja zu dir selbst eine, eigentlich solltest du theoretisch zumindest eine richtig gute Leitung haben. Sollte ich ja. In der Tat. Das wäre der Optimalfall. Ja, das wäre halt der Normalfall, besser gesagt. So. Ja. Hast du denn auch vor, in nächster Zeit in neue Hardware zu investieren? Boah, na. Also im Moment für die Sachen, die ich plane und so, da brauche ich keine neue Hardware für. Für LS auf keinen Fall. Und für, ja, höchstens aufwendige Modmaps, aber das sind dann meistens Modmaps, die generell irgendwie nirgendwo laufen. Und Formel 1 möchte ich ja nächstes Jahr noch machen. Da spiele ich auch irgendwie mit 150 FPS oder so, das ist auch kein Problem. Also im Moment brauche ich keine neue Hardware. Ich schätze mal, dass es nächsten Herbst vielleicht frühestens soweit sein wird. So in Richtung 1440p-Bildschirm. Ja, das finde ich schon eher interessant. Also das bei einem neuen Rechner, bis dahin sind die dann bestimmt auch, sag ich mal, preislich erschwinglicher, dann könnte das sicherlich. Ja, 4K wäre natürlich richtig geil. Und dann auch alles natürlich in 4K hochladen, was dann das größte Problem wäre. Ja. Klar. Ja, aber bis dahin braucht man erstmal Spiele, die das unterstützen. Ja, also es gibt ja einige Spiele, die das unterstützen. Zumindest auch teilweise mit Mods. Bei Skyrim ist es zum Beispiel so, dass es 4K-Texturen und 2K-Texturen zum Runterladen gibt. Oder für Crysis gibt es, glaube ich, standardmäßig. Ja, stopp. Kein Helfer. Nö, kein Helfer? Ja, nicht so, wie er will, sondern so, wie ich will. Ach so. Den Deutsche 60 Pferd, den fand ich schon früher immer cool. Freier Hänger. Da stehen hier noch. Ja. Da steht noch einer. Der Deutsch der 60 fährt. Oder auf gut Deutsch der 60er. Der 60er, ja. Der Name hat sich auch etabliert. Ja. Wobei, irgendwann hat man sich dann satt gesehen von Grün. Ja, ich muss auch ehrlich sagen, dass ich nicht der riesen Deutz-Fan bin. Vielleicht einfach, weil es so viele Deutz im Spiel gibt. So, und wenn ich jetzt wüsste, wo ich abtanken muss, dann wäre ich viel schlauer. Einwechsel. Oh ja, das wird's. Der ist es nicht. Der nicht im Ernst. Jetzt suche ich hier extra einen Hänger für den um abzutanken und jetzt steht da schon einer direkt nebendran. Passiert, passiert. Ja. Boah, das ist aber auch schon krass, dass in, ja, gut einer Woche, nein, 10 Tage. Ja, in ziemlich genau 10 Tagen. Haben wir schon den ersten Tag von 2014. Na, und ein Jahr und schon wieder ein Jahr vorbei. Genau. Schon wieder Zeit für den Strick. Und die ganzen guten Vorsätze. Alle nicht eingehalten. Tja. Tja. Und was macht man da? Wer sich keine Vorsätze nimmt, kann sie auch nicht einhalten. So, ja. Da ist was Wahres dran, nicht? Ja. Mhm.
Ja, hier stehen aber auch noch. Eigentlich müssten wir hier mal alle Gerätschaften rausräumen, die ich nicht mehr benutze. Wobei es dann natürlich nach 300 Parts doch interessant zu sehen ist. Was man alles so mal hatte, ne? Und sich so hochgearbeitet hat. Ja, da habe ich auch schon eine Idee. Willst du ein 300 Part Special machen, oder? Nein, ich mache ganz sang- und klanglos. Ja, hallo, 300 Part, auf Wiedersehen. Einfach mal eine Folge lang anschweigen, finde ich auch nicht schlecht. Ja, das wollen bestimmt viele Zuschauer hören. Oh ja, auf jeden Fall. Muss man den Ton vom Video ganz ausmachen, dann verzweifeln sie irgendwann daran, dass sie meinen, ihr Computer hätte keinen Ton mehr. Bleiben zum Abtanken. Ja, ich. Nee, ich meine den Drescher. Ach so. Ich rede mit meinen Fahrzeugen, weißt du. Ja, ich sitze gerade im Deutsch und warte darauf, dass der Kartoffelernter fertig ist. Und dann werde ich den nämlich auch abtanken. Ja, dann hat er auch ausgedient. Der Kartoffelernter? Wow, scheiße. Willst du ihn danach nicht mehr haben, oder? Doch, also ich habe nichts dagegen, wenn er auf meinem Hof rumsteht. Ja, ich brauche ihn nicht mehr. Ach so, ja, die Jugend heutzutage, würde ich sagen. Oder nochmal für 40 Kartoffeln? Oder? Dann noch ein Einreige. Ja, so eine letzte Hommage an den Einreigen. Mhm. Die kann eigentlich nie verkehrt sein. Naja. Boah, wie cool ich diese Vollernte auch fand. Tja, die alten Zeiten. Jetzt findest du die Case-Drescher cool. Ja, die sind wie so, die haben was. Aber ich muss sagen, ich habe die im Spiel noch nie groß benutzt. Die Case-Drescher, da hast du was verpasst. Ich weiß. Die sind schon, die Dinder, schaffst du was mit weg. Hm. Ist halt doch schon so eine richtige Maschine. Ja, ich hab mich mal wieder hier in den Radlader, mal wieder ein bisschen Geld. Oh. Ja. Ich hab gerade irgendwie Zitterbild. Zitterbild nenne ich das mal. Ausdruck. Wo sind denn hier eigentlich unsere ganzen Sämaschinen im Einsatz? So, Feld 40 ist fertig gesät. Feld 1. Aber okay, dann soll der gleich weitermachen. Auf Feld 2. Ja, wobei hier habe ich einen Case, der ist gar nicht so schlecht und der kommt nicht aus dem Add-on. Er hat zwar auch so seine Bugs, aber... Ach, das haben die doch alle. Alles Fabrik neu, Mensch. Schon ab Werk. Hm. Boah, dieser grimme Trektron. Schönes Gerät. Es gab ja auch mal... Beziehungsweise gibt immer noch das Gerücht, John Deere im nächsten LS. Ah, glaube ich nicht. Weil auf der Arke Technica, auf einer landwirtschaftlichen Messe eben LS gezeigt wurde mit John Deere, auf dem Stand von John Deere. Und es ja auch schon bei Weidemann damals so gewesen sei. So, nicht? Ich weiß es nicht, also... Naja, nee, es gibt so viele gute John Deere Mods, das ist mir fast egal, das muss ich sagen. Das Spiel so auf sich selbst zuschneiden, macht man eh mit Mods.
Nur so für die ersten Wochen ist das Standard-Equipment wichtig. Ja. Aber dann hört man irgendwann auch auf, damit zu arbeiten. Richtig. Ich meine, ich finde Glas ganz cool. Glas finde ich auch nicht schlecht, aber die... Also, da gibt es auch sehr wenig Mods, finde ich. So nur ja. Zerion und dann irgendwie noch ein 800er und vielleicht noch ein 600er. Und dann war es das. Ja, dann lass uns mal im nächsten Part weiter darüber reden. Ich würde es bevorzugen, mal eine kurze Pause zu machen. Ich kann es mir nicht leisten, einfach mal eine halbe Stunde jetzt darüber zu reden. Ich habe nämlich keinen Bock, das danach noch zu schneiden. Aber okay, auf Wiedersehen. Tschüss.